Wie smart ist Ihre Gemeindeverwaltung? Das ist der Titel, den wir gewählt haben für unseren Online-Event. Heute aus der Live-Lounge bei der Achermann ICT Services in Kriens. Die Fragestellung hätte aber auch ganz anders lauten können. Muss eine Gemeindeverwaltung smart sein? Und wenn ja, was ist überhaupt smart? Dieser Frage gehen wir heute nach, aufgrund von einem praktischen Beispiel, von einer wirklich smarten Verwaltung und auch am Anschluss nachher aufgrund von einer Diskussion. Hoffentlich ist die auch ein bisschen kontrovers. Es ist ein gewisses Zeitchen her, da habe ich mich angemeldet bei meiner jetzigen Wohngemeinde. Ich bin reingegangen mit meinem Papier und die sichtlich überraschte Verwaltungsangestellte hat die studiert, hat mir ein paar Fragen gestellt und nachher hat sie zum analogen Hammerschlag ausgeholt. Sie hat mir als erstes Dokument das Abfallmerkblatt von dieser Gemeinde überreicht. Nach weiteren Instruktionen über das Vereinsleben und über die Freizeitmöglichkeiten in dieser schönen Gemeinde hat sie mich nachher entlassen mit doch einem ansehnlichen Papierbeigeli in der Hand. Ich muss sagen, das war der letzte Touchpoint von dieser Gemeinde. Inzwischen ist was passiert? Ich habe die Einladung bekommen für die Jahresversammlung oder für die Gemeindeversammlung besser gesagt. Und es ist das Jahresheft gekommen, das einmal im Jahr allen Bürgern geschickt wird. Selbstverständlich in Papierform. Mag es nicht allzu smart sein, das Ganze. Und als Marketingmensch bin ich voraussichtlich da ein bisschen sehr empfindlich. Aber ich darf bestätigen, ich wohne sehr, sehr gerne in dieser Gemeinde. Ich könnte mir eigentlich gar keine andere Gemeinde vorstellen zum Wohnen. Jetzt, was sind unsere Themen von heute? Wir werden das Thema Cloud und den hybriden Arbeitsplatz beleuchten. Dann tauchen wir ein, wie erwähnt, in ein praktisches Beispiel. Wir wechseln den Kanton, gehen schauen, wie die Smart City von der Stadt Zug das ganze Thema umsetzt. Und im Anschluss daran werden wir das Ganze in einem Podium, in einem Mini-Podium, was die Möglichkeiten jetzt gerade erlauben, in ein praktisches Gespräch ummünzen. Und da haben wir einen Gemeindevertreter dabei von der Gemeinde Ebiken, wo wir nachher noch detaillierter vorstellen. Warum sagen wir, dass das Thema so wichtig ist? Und warum ist es für die Achermann ICT Services so ein wichtiges Thema? Ich möchte Ihnen das aufgrund von ein paar Fakten belegen. Unser Unternehmen sind 90 motivierte Kollegen. Wir operieren von Kriens aus an weiteren 3 Standorten, will heissen, wir sind an 4 Standorten tätig. Wir haben 25 Jahre Erfahrung in dem spannenden ICT-Business und haben doch inzwischen 3 Rechenzentren, wo wir unsere Cloud-Dienstleistungen anbieten. Und da haben wir uns spezialisiert auf das Gemeindeumfeld. Das Gemeindeumfeld, wo wir doch inzwischen dürfen, ein Drittel der Luzerner und der Innerschweizer Gemeinden als unsere aktiven Kunden bezeichnen. Und was uns sehr freut, immer monatlich zunehmend, sind rund, dass sich 700 Gemeindeverwaltungsangestellte jeden Morgen anmelden in unserer Achermann GovCloud. Achermann GovCloud, was ist jetzt das? Und da hole ich schnell ganz leicht ein bisschen technisch aus. Ich tue das darstellen aufgrund von einer Grafik. Die Grafik stellt auf der einen Seite dar, das ist jetzt zum Beispiel Ihre Gemeinde. Wir nehmen das auf, eine Gemeindeverwaltung im Kanton Luzern. Das ist nichts Neues, das ist wie gewohnt. Auf der anderen Seite tun wir jetzt aber darstellen, das sind unsere 2 Rechenzentren. Die ist vollgespickt mit Infrastruktur, mit Technologie, wo wir schon bereits investiert haben. Auf der einen Seite haben wir hier ein Rechenzentrum in Luzern und das Ganze gespiegelt oder auch Backup bezeichnet man dem Ganzen in Zürich. In der Mitte soll die Symbolik da sein für das Internet. Und jetzt gehen wir zurück ins Datacenter und dort sehen wir, dass die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, sei das jetzt eben für die Gemeindeverwaltung oder für ganze Haufen andere KMUs und andere Institutionen.
Dort laufen nicht nur die Infrastrukturen, sondern dort laufen Ihre Applikationen, sprich Ihre Software, läuft in diesem Beispiel bei uns im Rechenzentrum in Luzern, respektive in Zürich. Hier sehen wir als Beispiel Nest, Abacus, das CMI, das Clip für Sozialamt, gewisse Applikationen. Die laufen alle bei uns statt wie bisher in der entsprechenden Gemeindeverwaltung. Und wie kommen wir jetzt auf die Daten? Das machen wir, indem wir aufs Internet gehen und entsprechende Verbindung herstellen. Und die muss natürlich gewährleistet sein, dass die stabil und auch eine gewisse Performance hat. Aber als Luzerner Gemeinde haben sie da einen riesen Vorteil. Und zwar nutzen sie ja bereits in der Regel das LUNET. Das LUNET ist ein Glasfaserverbund in alle über 80 Gemeinden vom Kanton Luzern. Und wir haben hier eine Eintrittstür von unserem Rechenzentrum in das LUNET hinein, will heissen, die Leitung, die Glasfaserleitung, die Sie bereits heute nutzen für Ihre LUTAX und weitere Applikationen vom Kanton, die dürfen mehr brauchen. Und das heisst für Sie schlussendlich den Nutzen, Sie zahlen nicht noch extra eine umfangreiche und stabile Datenleitung, sondern Sie nutzen das LUNET, das Sie bis jetzt im Einsatz haben. Wie sieht es denn aus im Homeoffice? Der Homeoffice und der Fernzugriff, der kann sein, wenn Sie an einer Kommissionssitzung sind, wenn Sie irgendwo extern sind, wenn Sie irgendwo vielleicht im Bundeshaus sind oder an einer Gemeinderatssitzung extern. Dann greifen Sie über das klassische Internet auf Ihre Applikationen und auf die Infrastruktur zu. Und das Ganze, das ist ganz wichtig, wird zweifach verschlüsselt. Also da kommen genau Sie drauf und sonst niemand mehr. Wichtig ist, wir lassen sie nicht im Regen stehen mit dieser Infrastruktur, sondern die Achermann GovCloud wird von uns, von der Achermann ICT Service, gemanagt. Das heisst, wir sind rund um die Uhr da für Sie. Wenn irgendetwas ist, helfen wir Ihnen da helfen und die Störung, wenn es eine Störung ist, beseitigen. Ein Thema, das ich noch schnell beleuchten möchte, aufgrund der Ereignisse, die jetzt letzte Wochenende oder vor kurzem Schlagzeilen gemacht haben. Und zwar ist es darum gegangen, um die Gemeinde, die Daten verloren hat, weil das Backup vergessen worden ist. Und das darf natürlich in einem IT-Provider nicht passieren. Darum habe ich das noch nachträglich eingebaut. Auf der Achermann GovCloud empfehlen wir wärmstens unseren Gemeindekunden, dass sie ein Backup machen. Also das Backup ist sowieso in einer klassischen Form vorhanden, aber wir haben ein Backup-Konzept entwickelt, wo Ihre Daten auf ein externes Medium geschrieben werden. Das externe Medium, das ist ein Tape, das sind Bänder, wo wir in einer gewissen Regelmäßigkeit Ihre Daten überschieben auf die Bänder und die tun wir auf die Seite und die sind dann auch nicht irgendwelche bösen Gefahren ausgesetzt. Und das ist ganz wichtig, dass Sie daran denken, dass Sie so ein Backup machen, wo Sie auch einen Medienbruch haben. Wichtig für uns ist, wir wollen Ihnen nicht zwingend Technologie verkaufen, sondern was wir wollen, ist Technologie liefern als Basis für Ihre smarte Gemeindeverwaltung oder für die Digitalisierung von Ihrer Gemeindeverwaltung. Und da ist das ein ganz wichtiger ganz wichtige Basis, ein ganz wichtiger Layer, ohne das viele, viele smarte und digitale Sachen schlechthin nicht möglich sind. Jetzt komme ich auch noch mit dem Thema Pandemie und Digitalisierung. Allgemein ist ja bekannt, die Pandemie, die jetzt immer noch am Laufen ist, die hat schlechthin einen digitalen Knopf gelöst. Viele Projekte, die angestanden sind, sind jetzt im letzten Jahr oder auch jetzt laufend werden die nachgerüstet und werden bewilligt. Und das sind Projekte, die wir in drei Teile unterteilt haben oder in drei Phasen unterteilt haben. Sie mögen sich erinnern, vor einem Jahr haben wir müssen aufgrund des Bundesratsbeschluss alle über Nacht ins Homeoffice. Homeoffice-Pflicht ist angesagt worden. Wir haben unsere Sachen zusammengepackt und haben von daheim aus geschafft. Was so einfach tönt, ist bei Gott nicht einfach gewesen. Wir haben da doch mit diversen Gemeindeverwaltungen, aber auch anderen Kunden aus anderen Industrien, da rechte Hosenlüpfe gehabt, bis wir die Kunden
haben dürfen in ein Homeoffice begleiten, dass sie auch Zugriff haben auf alle Applikationen. Speziell sind das die Gemeinden, die noch nicht in einem Cloud-Verbund sind, wo ihre IT noch im Keller unten am Laufen lassen haben. Das war ein bisschen schwieriger, aber auch das haben wir gelöst. Die zweite Phase, die jetzt unmittelbar bevorstehen sollte, ist, man sagt dem auch auf Neudeutsch «Back to Office». Das heisst, die Mitarbeiter kommen wieder zurück vom Homeoffice, sie kommen wieder zurück in die Verwaltung, sie kommen wieder zurück ins Unternehmen. Und dort sind ja jetzt gewisse Anforderungen gestellt. Man soll Social Distancing einhalten, man soll nicht alle aufeinander oben hocken und man soll auch ein bisschen allgemein die Abstände gewähren können. Wenn man wette, könnte auch selbst da Technologie unterstützen und die Distanzmessungen machen. Man könnte am Abend schauen, wo haben sich am meisten Menschenansammlungen befunden und, und. Die dritte Phase, und das ist die entscheidende Phase, und darum auch das Thema von dem Event, da geht es Richtung Smartness. Da geht es Richtung hybride Arbeitsplätze. Und zwar, Sie sehen auf dieser Symbolik, links ist wieder das Homeoffice und rechts ist wieder das Büro oder die Verwaltung. Und der Spagat Mensch, der Spagat Mitarbeiter ist da gegeben, dass er muss jetzt sowohl daheim weiterhin im Homeoffice arbeiten können. Und das wird, das haben wir viele Kunden bezeugt, wird ein gewisser fester Bestandteil sein. Aber auch, dass sie können nahtlos im Büro weiter arbeiten. Und das führt uns zu folgenden Fragestellungen. Wenn Sie sich auf so einen hybriden Workplace oder auf einen hybriden Arbeitsplatz setzen, dann haben wir doch ganz, ganz knackige Fragestellungen. Wie machen wir es mit der Infrastruktur? Haben wir bis jetzt in der Gemeindeverwaltung speziell auf sogenannte Syn-Clients gesetzt, also so ganz einfache Geräte, die eine hohe Standardisierung hatten, aber das haben sie auch nie heimgenommen. Und da merken wir einen gewissen Wandel, dass Kunden uns fragen und sagen, wir würden gerne unsere Mitarbeiter mit Notebooks ausrüsten, die sie dann in der Verwaltung brauchen. Und wenn sie im Homeoffice-Bereich arbeiten gehen, nehmen sie das unter Arm, klappen auf, gehen an eine Gemeinderatssitzung, klappen dort wieder auf und sind so immer mit dem gleichen Gerät verbunden. Ganz eine wichtige Fragestellung, die wir Ihnen auch Antworten liefern können. Konnektivität. Bis jetzt hat man den Internetanschluss daheim gebraucht, dass ich ein bisschen gamen kann, dass ich meine E-Mails abrufen kann, vielleicht ein Swisscom-TV anschauen. Und jetzt plötzlich ist die Konnektivität extrem gefragt. Sie muss stabil sein, sie muss schnell sein und auch wahrscheinlich ein Wireless muss daheim gegeben sein, in einem gewissen Standard, in einer gewissen Performance. Und das sind plötzlich Fragen, die jetzt in dem hybriden Arbeitsplatz einen grossen Stellenwert einnehmen. Prozess. Wie mache ich jetzt einen Prozess? Wie tue ich etwas, wo bis jetzt eine Unterschrift hat müssen geleistet werden. Ich bin schon zum Kollegen, du hast mir schon da unterschrieben. Das geht jetzt nicht, wenn der Kollege 30 Kilometer weiter weg ist im Homeoffice. Also muss ich da gewisse digitale Prozesse einführen, damit ich zu dieser zum Beispiel Unterschrift komme. Kompetenz. Ist der Mitarbeiter überhaupt in der Lage, mit dieser neuen Form, mit dieser neuen Arbeitsform umzugehen? Da hat es wieder ein bisschen Technologie dahinter, er muss sich einloggen, er muss dort noch irgendwie ein Videotool installieren und. Und das ist etwas, wo wir auch die Mitarbeiter jetzt begleiten, weil das doch nicht selbstverständlich einfach gewisse neue Kompetenzen voraussetzt. Und einer der sicher wichtigsten Punkte, das ist die Sicherheit. Daheim im Homeoffice ist die Sicherheit von der IT sicher nie so gewährleistet, wie sie in einem Betrieb, in einer Verwaltung oder in einem Industrieunternehmen vorgegeben ist. Dort geht es auch darum, dass sie alle Sachen in Bewegung setzen, damit der Mitarbeiter im Homeoffice auch sicher arbeiten kann, damit das nicht irgendwie eine Eintrittshürde bildet, die nachher zu einem grossen Schaden führen könnte. Das sind so Fragestellungen, die wir uns tagtäglich annehmen dürfen. Das machen wir gerne und würden die Fragen auch mit Ihnen gerne behandeln und schlussendlich auch beantworten. Zugegeben, das war jetzt die Sichtweise vom Verwaltungsangestellten, vom Mitarbeiter auf der Gemeinde oder auf der Stadtverwaltung. Jetzt haben wir aber den Einwohner. Ich habe vorhin mein Beispiel geschildert, dass ich da relativ analog und weniger smart abgeholt worden bin. Wie können wir jetzt den Einwohner, die Einwohnerin in den smarten Prozess involvieren? Lassen Sie uns doch da
einen Blick werfen in unseren Nachbarkanton. Ganz genau, es ist die Stadtverwaltung Zug. Sie sehen hier bereits einen Einblick, wenn Sie heute in die Stadtverwaltung Zug, also ins Stadthaus gehen, dann tut sie den Colin empfangen. Der Colin ist ein kleiner, herziger, süßer Roboter mit so schönen Augen. Der tut mit Ihnen in Interaktion treten und tut entsprechend mittels QR-Code Sie empfangen. Und aufgrund von dem QR-Code weiss er nachher, mit wem Sie abgemacht haben. Er läutet den Moment an, dem Gesprächspartner oder dem Angestellten, wo Sie einen Termin haben. Und dann holt er entsprechend den Besucher, oder nicht den Besucher, sondern den Verwaltungsangestellten in Empfang und wird dann dort im Besucher übergeben. So ist richtig. Und das kann uns niemand besser erklären als der Nicolas Lemaitre. Er ist Projektleiter vom Projekt Smart City in Zug. Das ist die Stadt oder der Kanton, wo Sie auch mittels Bitcoin Ihre Steuerrechnung zahlen können. Und Sie sind doch da in einem gewissen Pionierstatus unterwegs. In dem Sinn würde ich jetzt gerne im Nicolas Lemaitre Bühne übergeben und begrüße ihn ganz herzlich hier bei der Achermann ICT Services. Nicolas, Bühne gehört dir. Ja, besten Dank, Rolf, für die einleitenden Worte. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns in turbulenten Zeiten, in einer Zeit von grundlegender Veränderung. Wir sind mitten in der digitalen Transformation. Die Transformation kennzeichnet sich meiner Meinung nach durch drei Eigenschaften. Sie hat unglaubliche Kraft. Technologie entwickelt sich rasend schnell. Da sieht man auf diesen Kurven im Bild rechts, dass Technologie die Gesellschaft, die Wirtschaft und vor allem auch der Staat, wo Gesetzgebung und Verwaltungen dabei sind, immer mehr abhängt. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel das Mooresche Gesetz, wonach je nach Quelle alle 12 bis 24 Monate die Dichte oder die Anzahl Transistoren und die Rechenpower entsprechend verdoppelt wird. Die Schere, die aufgeht, sehen wir auch anhand von konkreten Technologien. Beispielsweise diskutieren wir heute über 5G. Das ist technologisch schon lange umgesetzt. Es gibt aber entsprechende Blockaden in der Gesellschaft. Das Gleiche ist mit künstlicher Intelligenz, wo technologisch schon so weit wäre, aber in der Gesellschaft noch nicht adaptiert bzw. grosse Bedenken herrschen. Ja, die digitale Transformation bezogen auf den Staat. Haben wir dann überhaupt Not, um uns zu verändern? Und haben wir überhaupt die Wahl? Müssen wir uns verändern oder können wir so weitermachen, wie das bis jetzt der Fall war? Ja, vermeintlich haben wir keine Not, weil sonst wären die Schere nicht so weit offen. Und der Staat mit seiner Monopolstellung scheint ungefährdet. Die letzten industriellen Revolutionen sind ohne Schock an den Verwaltungen vorbeigegangen und es war alles gut wie immer. Aber, und das ist auch in der Einladung von dieser Veranstaltung, um das vorwegzunehmen, der digitale Wandel nimmt auch in der öffentlichen Verwaltung ihren Gang. Das sehen wir zum Beispiel nicht zuletzt, ich nehme ein konkretes Beispiel heraus, an der elektronischen Identität, wo wir am 7. März von diesem Jahr abgestimmt haben. Ein typisches Kerngeschäft, das Ausstellen von Identitäten vom Staat. Da ist jetzt erstmal diskutiert worden, wenn dann die Identität digital ist, soll dann die nach wie vor vom Staat ausgegeben werden. Dort geht es um die ganzen Diskussionen von der Effizienz, von der Legitimität, was muss die Verwaltung an Effizienz an den Tag legen, um weiter ihre Legitimität zu haben. Ja, also, wir sind mitten in der Transformation. Wie gehen wir das in der Stadt Zug an? Zuerst haben wir uns mit der Stadtidee auseinandergesetzt. Ich gehe auf die verschiedenen Bereiche nachher im Detail ein. Daraus entstanden ist die Digitalisierungsstrategie. In Innovationsprozessen hat stattgefunden mit verschiedenen Projekten, die man umsetzen kann. Und zu guter Letzt ist daraus die Smart City Strategie von der Stadt Zug entstanden.
Ja, was ist denn die Stadtidee? Dort war die Stadtentwicklung federführend und das Ganze ist ein Identitätsprozess. Wenn wir uns verändern, müssen wir zuerst mal wissen, wer wir sind. Also wir müssen die Vergangenheit verstehen. In der Vergangenheit hat der Zug eine Phase von der schnellen Veränderung gehabt. Vor 50 Jahren war Zug noch das Armenhaus der Schweiz, was heute meiner Meinung nach glücklicherweise nicht mehr der Fall ist. Die Stadtentwicklung ist so quasi die DNA der Stadt, und die DNA, die prägt unsere täglichen Entscheidungen. Und was hat dann die Stadtidee, die in einem partizipativen Prozess entstanden ist, ergeben? Befragungen mit Einwohnerinnen und Einwohnern, mit Experten. Und die Quintessenz von dieser Stadt war, dass Zug Einfachheit durch Kleinheit. Es sind kurze Wege. Die Stadt handelt effizient. Es ist Gemeinschaft durch Netzwerke. Der Zug ist klein, der Zug hat auf einem Nasentüchli Platz. Man kennt sich und es findet einen direkten Austausch statt. Bescheidenheit durch Tradition. Der Zug hat gelernt, mit Knappheit umzugehen. Es ist Vielfalt und Offenheit. Das Spannungsfeld zwischen lokal und global bringt Veränderung. Es hat über 130 Nationalitäten in der Stadt Zug. Und die Stadt Zug hat den Anspruch, eine Vorreiterposition einzunehmen und eine Machermentalität an den Tag zu legen. Das Zukunftsbild prägt die Entwicklung der Stadt. Die Stärken wollen wir weiter ausbauen und die Schwächen verändern. Das war die Grundlage, auf der Zug sich dann neu positioniert hat. Wo ist Zug in 10, in 20, in 30 Jahren? Wir haben vorher gesehen, nach der Stadtidee wird es dann konkreter, kommt die Digitalisierungsstrategie. Dort war nicht mehr die Abteilung Stadtentwicklung federführend, sondern die Abteilung Informatik. Wie gehen wir konkret mit dieser digitalen Transformation um? Und dort ganz wichtig, zentral, die Veränderung, die Digitalisierung wollen wir als Chance nutzen. Zug will eine attraktive Arbeitgeberin sein. Die Zusammenarbeit soll vereinfacht und gefördert werden. Zug soll eine lernende Organisation werden und flexibles Arbeiten erlauben. Auch die Effizienz in der Organisation, Kosten senken bzw. nicht gleich schnell wachsen wie die Bevölkerung, ist dort ein Treiber. Und die konsequente Digitalisierung soll und muss überall dort umgesetzt werden, wo sie einen Nutzen generiert. Also Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern wir schauen, wo können wir Prozesse verbessern. Gut, und dann, wo man Digitalisierung quasi mal die Grundlage für wie wir arbeiten erarbeitet haben, geht es dann mehr zu der Bevölkerung aus, also eine menschenzentrierte digitale Transformation von der Stadt. Es ist so, dass in der Schweiz heute 85% der Bevölkerung in der Stadt leben. Das gibt natürlich einen wahnsinnigen Wachstumsdruck. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann, wenn wir weiter so wachsen, wie wir bis jetzt gewachsen sind, dann leidet die Lebensqualität darunter. Und mit Daten, mit Digitalisierung, mit den neuen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, können wir dort eine bessere Entwicklung, eine nachhaltigere Entwicklung schaffen, indem wir anhand von Daten neue Verkehrswege planen, indem wir als Verwaltung zugänglicher werden zu den Einwohnerinnen und Einwohnern. So hat das Smart City Rat 6 Handlungsfelder. Das sind Verwaltung und Gesellschaft, die Lebensqualität und die Wirtschaft sowie die Umwelt und die Mobilität. Mit dem Ziel der Smart City Strategie, dass Einwohnerinnen und Einwohner einen einfacheren Zugang haben zu der Stadt, dass sie können am Leben sich aktiv beteiligen, Partizipation, intermodale Mobilität, all diese Sachen innerhalb von der Stadt, dass man die natürlichen Ressourcen effizient einsetzen tut, dass man auch für die Firmen ein attraktives Umfeld schafft, dass man dank Innovation und Zukunftsfähigkeit Cluster schaffen könnte, dass auch das wirtschaftliche Umfeld in der Stadt stabil ist. Gut, jetzt, was sind die Erkenntnisse? Wir haben gesehen, 2014 hat die Stadtidee angefangen. Wir haben Digitalisierungsstrategie gemacht, wir sind in den Innovationsprozess rein, wir haben die Smart City Strategie. Was sind die Erkenntnisse, die wir nach diesen 7 Jahren haben? Es findet eine wahnsinnige Komplexität statt in der ganzen IT-Umgebung.
es lange bei weitem nicht mehr, um diese Arbeitsmittel zu arbeiten, ein bisschen Blech unter den Tisch unterstellen und da können die Leute damit arbeiten. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Bei der Abteilung Informatik von der Stadt Zug arbeiten 23 Leute. Davon zwei in Ausbildung. Wir betreiben zwei Rechtszentren, haben vier unabhängige Netze für Schulen, Pflegeheim, das technische Netz und die Verwaltung. Alles in allem betreut die Abteilung Informatik von der Stadt Zug rund 5'500 Arbeitsplätze, hat die Applikationsverantwortung für alle Zuger Gemeinden, beispielsweise für die Schulverwaltung, für den Sozialdienst, Schulsozialdienst und die Einwohnerkontrolle. Also man sieht, das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, die nicht mehr vergleichbar ist mit der Informatik vor 20, 30 Jahren. Und als solches ist es auch wahnsinnig wichtig, um sich zu fragen, wie gehe ich mit dieser neuen Situation um. Es braucht ein sehr hohes Know-how. Das Umfeld ist extrem dynamisch. Man muss immer am Ball bleiben von der Technologie. Und da stellt sich dann zweifelsfrei die Frage für eine Gemeinde, will ich das machen? Der Make-or-Buy-Ansatz. Um mit der Informatik mitzuheben. Die Stadt Zug hat da den Make-Ansatz gewählt. Wir haben all die Spezialisten bei uns im Team. Das ist auch in der Digitalisierungsstrategie, dass man eben eine attraktive Arbeitgeberin ist, dass wir spannende Jobs haben, dass wir nicht zu First-Level-Leute degradiert werden, ohne respektlos sie an dieser Stelle. Aber es gibt wirklich sehr interessante Jobs und das gelingt uns, dass wir auch die guten Leute mit diesen Fähigkeiten können heben. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass andere Zuger Gemeinden sich uns angeschlossen haben. Schlussendlich ist die Stadt Zug IT-Dienstleisterin. Wir sehen es hier für Cham, für Steinhausen und Neuheim. Ja, und was kommt dann schlussendlich raus, wenn wir arbeiten? Schauen wir uns doch gerade mal an, was die neuesten Entwicklungen sind. Herzlich willkommen bei eZug. Du möchtest digitale Services nutzen, die so rund um die Uhr verfügbar haben und von überall darauf zugreifen können? Das funktioniert nun auch bei der Stadt Zug. Lass uns die Möglichkeiten im Detail anschauen. Die ganze Welt wird digitalisiert und diese Chance nutzt die Stadt Zug, um dir einen echten Mehrwert zu bieten. Wir ermöglichen dir zahlreiche Dienstleistungen digital und zwar direkt auf dein Smartphone. Du studierst in einem anderen Kanton und brauchst als Wochenaufenthalte einen Heimatausweis? Für ein Bankgeschäft brauchst du eine Wohnsitzbescheinigung oder für die Wohnung einen Betreibungsregisterauszug? Persönliche Schaltertermine und lange Wartezeiten sind vorbei. Wir erfüllen dir deine Wünsche in Echtzeit. Nach einer Wohnungsbesichtigung möchtest du dich direkt bewerben, dir fehlt aber noch der Betreibungsregisterauszug? Fordere deine Dokumente zu jeder Uhrzeit per Knopfdruck an und erhalte diese wenig später direkt auf dein Smartphone. Somit verlierst du keine Zeit. Dank der medienbruchfreien Verarbeitung hast du direkten Zugang auf all deine Dokumente und kannst diese direkt weiterleiten. eZug ist damit nicht nur effizient, sondern auch genial einfach. Das Herzstück von eZug ist die elektronische Identität. Diese ermöglicht dir die sichere und eindeutige Authentifizierung im digitalen Raum. Die verifizierten Personendaten sind dabei lokal auf deinem Smartphone gespeichert. Damit ist sie die Grundlage, um sämtliche digitale und personalisierte Dienstleistungen zu beanspruchen. Einfach, jederzeit verfügbar und überall erreichbar. Damit du dich auf alles andere konzentrieren kannst. Wir unterstützen dich. Mühelos, schnell und digital. Das ist eZug. Worauf wartest du? Nutze noch heute die digitalen Services der Stadt Zug und lade die App im App Store oder Google Play Store auf dein Smartphone. Wir freuen uns auf dich. Ja, mühelos, schnell, digital. Hat es im Film geheißen. Das ist auch unser Anspruch. Bei der Entwicklung oder bei den Überlegungen zu eZug haben wir geschaut, ja, die Einwohnerinnen und Einwohner, wie
nutzen sie das Internet. Und dann haben wir gesehen, dass bis zu den Leuten im Rentenalter brauchen weit über 95% der Einwohnerinnen und Einwohner regelmässiges Internet. Ein substanziellen Anteil von über 80% braucht das Mobilgerät, um ins Internet zu gehen. Das heisst, das Tablet oder das Smartphone. Und 3 von 4 Leuten brauchen im Umgang mit den Behörden das Internet. Und, was ziehen wir aus diesen 3 Tatsachen heraus? Wir haben gesagt, nein, wir machen keinen Online-Schalter auf der Webseite. Wir bringen die Dienstleistungen direkt aufs Smartphone, weil näher als in den Hosensack von den Einwohnerinnen und Einwohnern kommen wir nicht. Und einfacher können wir es ihnen nicht machen. Das war die Überlegung hinter der Smart City App E-Zug, die jetzt auch kontinuierlich ausgebaut wird mit weiteren Anwendungen. Jetzt, gerade kürzlich zum Beispiel, haben wir auch die elektronische Signatur dort eingebunden, wo wir für uns intern für den Prozess in der Stadt Zug brauchen und auch Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung steht. Das erlaubt uns, sämtliche Prozesse, wo man bis jetzt noch hat müssen, ein Papier ausdrucken, weil eine Unterschrift hat drauf müssen, können wir jetzt komplett medienbruchfrei verarbeiten. Was sind andere Elemente, wo wir in der IT umgesetzt haben? Dort wäre zu erwähnen die virtuelle Desktop-Infrastruktur. Wir können arbeiten, unabhängig von fixer Infrastruktur. Um das noch weiter vorantreiben, hat die Stadt Zug einen Bring-Your-Own-Device-Ansatz. Das heisst, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen ihr eigenes Gerät. Dafür können die Mitarbeitenden auch einen Kurs belegen, wo der Wissenstransfer stattfindet. Wie setze ich meine virtuelle Maschine auf? Wie nutze ich das? Wie kann ich die Arbeitsmittel, die kollaborativen Arbeitsmittel einsetzen? Und wenn die Mitarbeitenden so einen Kurs abgeschlossen haben, tut sich die Stadt Zug finanziell am Kauf von dem eigenen Gerät mitbeteiligen. So haben wir quasi wirklich einen aktiven Einbezug von der Mitarbeitenden. Dann sind wir mit allem außer den Exchange-Servern sind wir auf der Microsoft 365 Cloud und das hat uns dann schlussendlich ermöglicht, dass, wo der Bundesrat den ersten Lockdown verordnet hat und nachher auch die Homeoffice-Pflicht, dass wir quasi von einem Tag auf den anderen ist es uns möglich gewesen, dass die ganze Verwaltung von daheim hat können arbeiten. Ja, von dem her denke ich, dass wir sehr gut aufgestellt sind in Zug. Ich erlebe die Stadt Zug als progressiv, dass die Machermentalität, wo wir in unserer DNA inne haben, dass die tatsächlich auch gelebt wird. Und die digitale Transformation, ich habe das eingangs gesagt, sie verändert alles, sie dringt in alle Lebensbereiche vor, aber leider verändert sich das Zeug nicht von selber. Und darum der Ausblick, wie weiter. Man muss die Sachen erledigen, get the things done. Man muss reflektieren, was hat man gemacht, stimmt das noch in dem dynamischen Umfeld und dann weitermachen, get the things done. Das ist so, wie wir in der Stadt Zug mit der digitalen Transformation umgehen. Gut, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und falls irgendwelche Fragen sind, tue ich gerne die beantworten. Danke. Herzlichen Dank, Nicolas, für die sehr spannenden Ausführungen. Bevor die Zuschauer nachher können noch Live-Fragen stellen oder über den Chat, habe ich mir natürlich auch noch schnell 3 Fragen rausgepickt. Und es ist ja so, ich bin in Zug aufgewachsen und ich habe lange mit dem Vorurteil müssen leben. Und die Frage stelle ich dir jetzt halt, statt Zug als Pionier, als Macher, Zug kann sich das einfach leisten. Was haltest du davon, von dieser Aussage, von diesem Vorurteil? Ich bin der Überzeugung, dass es keine Frage ist, von sich leisten oder nicht. Der Schritt, den müssen alle früher oder später gehen. Wir können den gehen, weil wir, wie ich im Vortrag erwähnt habe, den Make-or-Buy-Ansatz uns fürs Make entschieden haben. Und das ist vielleicht ein bisschen auffälliger, weil wir dann schlussendlich all die Sachen selber umsetzen. Wenn wir das müssen einkaufen, also es ist jetzt nicht gut oder schlecht, aber dann würde es halt auch
einfach auf der Rechnung stehen, als dass man die, die entsprechende Headcount hat. Und ich bin der Überzeugung, dass schlussendlich jeder den Weg muss gehen und dass man eben die Wahl nicht hat, oder? Von wegen hat man die Not, hat man die Wahl. Und ja, wir gehen das und wir dürfen das auch gehen, ja. Sehr gut. Wir haben jetzt einmal ein Studium besuchen, wo es um die ganzen Digitalisierungsthemen gegangen ist. Und wir haben auch viel geredet vom Treiber. Jetzt in der Stadt Zug. Wer ist der Treiber für so smarte Ideen, für so digitale Ideen? Ist das der IT-Leiter? Ist das der Stadtpräsident? Oder ist es der Druck vom Bürger, der euch das eigentlich fast aufgedrängt hat? Ja, es kommt ein bisschen von überall. Oder? Ich bin überzeugt, dass das schlussendlich die DNA ist, die in der Stadtidee rausgekommen ist. Wir haben Vorstöße politisch. Wir haben das Selbstverständnis innerhalb von der Verwaltung. Wir haben das Selbstverständnis vom Seite von der Regierung, vom Stadtrat, dass wir Sachen proaktiv anpacken und durch das eben so einzelne, sagen wir Erdbeere uns rauspicken, dort das Leuchtturmprojekt machen, wo natürlich auch das Ganze sehr, sehr lässig macht, zum Arbeiten, zum können umsetzen. Und ja, die Treiber kommen von verschiedensten Seiten. Jetzt haben wir ja da Gemeindeverwaltung, Stadtverwaltung, jetzt mal schwergewichtig aus der Region Luzern. Wenn jetzt jemand heute die Idee hat und sagt, ja, ich werde jetzt auch Smart XY Gemeinde machen und so, findet da ein Austausch statt? Das heisst, oder mit anderen Gemeinden oder Kommunen in der Schweiz, wie ist das? Oder der Pioniergeist, behaltet ihr für euch auf dem Nasstüchli, im kleinen Kanton? Oder empfehlt ihr euch da empfehlen als Berater, als Coach für andere Kommunen? Man muss natürlich immer den Auftrag im Kopf behalten. Wir als Stadt sind natürlich von den Zugerinnen und den Zugern über die Steuern finanziert. Und die haben vielleicht nur ein mässiges Interesse daran, dass wir jetzt die Hälfte der Zeit würden im Tourbus in der Schweiz erzählen, was wir alles für Smart City Projekte umsetzen. Auf der anderen Seite ist man gemeinsam stärker. Man kann lernen von den anderen. Es haben unterschiedliche Städte, haben unterschiedliche Fokus, sind weitere andere Themen. Ich komme auch sehr gerne auf deine Anfrage da von unseren Erfahrungen. Also es ist grundsätzlich in dem Umfeld herrscht eine grosse Offenheit. Die Stadt Zug ist auch Gründungsmitglied vom Smart City Hub Schweiz, wo wir als Gründungsmitglied im Vorstand vertreten sind. Und dort findet auch sehr ein reger Austausch statt. Also die ganzen Smart City Anwendungen, Macher, der ganze Bereich Civic Tech, da findet sehr ein regen Austausch statt, wo wir auch schätzen und aktiv vorantreiben. Umso mehr schätzen wir. Du hast gerade gesagt, natürlich der Austausch da bei uns, dass du heute hier bei uns gewesen bist. Wir gehen jetzt dann ins Gespräch mit dem Alex Mattis von der Gemeinde Ebiken, aber dich nehmen wir nachher wieder virtuell dazu. In dem Sinn, vielen Dank für den ersten Teil. Das Ganze ist nämlich voll Corona-konform da mit der Scheibe getrennt. Bis nachher. Dankeschön. Setzen wir an zum Schlussbuckel von unserer Online-Veranstaltung und zu einem Mini-Podium. Ein Mini-Podium, auch ein bisschen situationsbedingt, haben wir nicht können 3, 4, 5, 6 Gemeindevertreter hier einladen. Wir haben dafür jemanden vor Ort und jemanden jetzt wieder live im Stream von Anderwertig her. Ich muss da noch schnell betonen, dass wir da wieder unsere berühmte Scheibe zwischendrin haben. Es ist insofern also alles konform. Ich werde Sie auffordern, dürfen Sie weiterhin Fragen stellen. Es sind schon zahlreiche Fragen reingekommen, wo wir probieren, möglichst alle zu beantworten. Aber im Nachhinein können wir auch noch in eine Interaktion treten, dass es da die Fragen können beantwortet werden. Also, meine Gäste, die ich jetzt in diesem wirklich Mini-Podium begrüssen darf. Auf der einen Seite, wortwörtlich neben mir stehend, ist
Der Herr ist seit 2017 Geschäftsführer von der Gemeinde Ebiken, ist Betriebsökonom. In dem Sinne willkommen, Alex Mattis, hier bei uns. Okay. Eben noch in Kliens gewesen, jetzt bereits wieder aus Zug zugeschaltet. Das macht Digitalisierung möglich. Seit 2019 Projektleiter von der Smart City von der Stadt Zug, den Master an der ETH gemacht und hat einen Chief Digital Officer gemacht an der Hochschule Luzern. Ich betone das deswegen, weil er ist neben mir gesessen. Und darum haben wir uns auch in dem Sinn zu dieser Thematik kennengelernt. Willkommen zurück, Nicolas Lemaitre. Ich möchte die erste Frage gerne gerade mal im Alex stellen, Geschäftsführer von der Gemeinde Ebiken. Du hast vorhin gesagt, du hast ein bisschen Augenwasser bekommen, wo jetzt da statt Zugausführungen gehört hast. Wie smart ist Ebiken heute schon? Ja, es ist mir tatsächlich ein bisschen das Augenwasser gekommen, vor allem wenn ich auch gesehen habe, wie die Stadt Zug aufgestellt ist im Bereich von der Digitalisierung. Einerseits vom Manpower, aber auch im Fortschritt von ihrer Digitalisierungsstrategie. Ich würde jetzt sagen, Ebiken ist vielleicht nicht gerade eine Smart City, aber mindestens ein Smart Village. Und mit dem wollte ich sagen, dass die Digitalisierung selbstverständlich bei uns auch Einzug gehalten hat, aber vielleicht noch nicht ganz in einem vergleichbaren Niveau. Für mich ist wichtig festzuhalten, ich unterscheide, wie ich das persönlich sehe. In der Gemeinde soll man Digitalisierung intern vor allem individualisieren und extern nach aussen standardisieren oder harmonisieren. Wie meine ich das? Extern gesehen haben wir Gemeinden ja alles eigentlich mehr oder weniger die gleichen Kunden. Von dort her finde ich es wichtig, dass die Angebote harmonisiert, standardisiert sind. Beispiel Steuersoftware. Da macht es nicht Sinn, wenn jede Gemeinde ein eigenes Produkt hat. Das ist heute ja schon sehr gut kantonal geregelt. Oder auch alle Dienstleistungen und Angebote von einer Einwohnerkontrolle. Da hat sie auch ganz viele Parallelen unter den Gemeinden. Auch da, finde ich, soll man eine Harmonisierung anstreben, die im Kanton Luzern übrigens schon sehr gut vorgeschritten ist. Intern hingegen bin ich der Auffassung, weil dort auch ganz viele unterschiedliche Applikationen nur schon im Bereich Giver oder so zur Anwendung kommen. Dort soll man doch einen individuellen Touch walten und Digitalisierung individuell nach eigenen Bedürfnissen gestalten. Ich hatte vielleicht später im Gespräch da noch auf das ein oder andere Beispiel sprechen kommen. Ich möchte das noch ein bisschen aufnehmen, Alex. Jetzt habe ich gesagt oder gefragt, wie smart ist Ebiken bereits? Wie smart will oder muss ein auf dem Schlusszeichen Ebiken dann auch wirklich sein? Jetzt rein von der Bevölkerung her oder aus der Gesellschaft, aus der Politik heraus, wie smart sollte Ebiken sein, aus den dritten Stellen heraus gesehen? Ja, wenn ich sage, wir sind ein Digital Village, in Anführungs- und Schlusszeichen, haben wir sicher noch Entwicklungspotenzial, gerade wenn ich jetzt auch die Stadt Zug anschaue oder noch ein bisschen näher bei uns die Stadt Luzern. Beide Städte haben ja einen eigenen CDO eingestellt und haben entsprechend aufgerüstet und das ist sehr begrüßenswert. Ich muss vielleicht sagen, wir sind digital schon gut unterwegs gewesen vor der Corona-Krise. Die ganzen letzten 12, 13 Monate haben uns aber selbstverständlich noch viel stärker in Digitalisierung getrieben. Und das ist ja der schöne und gute Nebeneffekt auch von Corona, wie man nicht nur bei den Gemeinden, auch von vielen Unternehmen her ja gehört. Also von dort her, wir wollen den Schwung weiter nutzen. Gerade auch, was Work Smart anbelangt, Homeoffice, all diese Geschichten. Da sind wir auch schon gut aufgestellt gewesen vor Corona. Aber es hat die ganze Entwicklung natürlich noch weiter beschleunigt und den Schwung, den wollen wir selbstverständlich weiternehmen für die Zukunft. Ich möchte noch gerne das Thema aufnehmen, das ich vorhin im Kurzreferat gehalten habe, vom hybriden Arbeitsplatz. Wie sind die Ebiker Verwaltungsmitarbeiter umgegangen damit, wo sie plötzlich blitzartig haben müssen ins Homeoffice? Wie würdest du jetzt das ein Jahr später mal so ein Fazit ziehen? Wie ist Ebiker mit der Homeoffice oder der hybriden Situation umgegangen? Ja, ich würde doch fast ein bisschen mit einem Eigenlob beurteilen. Wir sind gut aufgestellt gewesen, also wir sind nicht auf dem linken Fuß verwünscht worden. Wir haben schon Homeoffice angewandt vor der Corona-Krise und wir haben auch eine interne Regelung, eine Weisung gehabt, wie wir mit Homeoffice umgehen. Wir wollen auch uns weiterentwickeln im Bereich von Work Smart. Das ist ja auch ein vielseitiger Begriff, der viel genutzt wird. Was heisst Work Smart? Zeit- und ortsunabhängig arbeiten. Und da würde ich sagen, sind wir in Ebiken schon sehr gut unterwegs. Also mit anderen Worten, der Wandel
ist uns gut gelungen, aber auch selbstkritisch gesprochen, wir haben noch Luft nach oben. Die grösste Herausforderung dort war im Bereich der Hardware. Wir haben lange nicht alle Gemeindemitarbeitenden zum Beispiel mit Laptops ausgestattet und haben dort natürlich einerseits sehr schnell müssen nachrüsten, hardwaremässig, oder dann, wenn es Bring Your Own Device war, also eine eigene Hardware, dass wir einfach ermöglicht haben, dass der Fernzugriff auf unsere Systemapplikation möglich war, haben wir auch sehr schnell softwaremässig natürlich eigene Geräte von den Mitarbeitenden müssen aufrichten, dass Homeoffice letztlich auch möglich war. Das war so ein Challenge, die wir aber grosso modo gut geleistet haben. Könntest du noch nach Zug schalten zum Niklas Lemaitre? Deine Ausführungen in deinem Referat, die haben ja vor Positivität gestrotzt und Pioniergeist. Gibt es in der Stadt Zug, in der innovativen Stadt Zug, auch Kritiker von dem ganzen Vorgehen, von dem Digitalisierungsstreben, das ihr hier an den Tag legt? Oder das Tempo, das ihr an den Tag legt? Kritik ist vor allem wahrscheinlich, dass es nicht genug schnell für sich geht. Also natürlich also gilt es, sämtliche Prozesse einhalten und so weiter und so fort, aber sonst bremst uns in den Vorhaben eigentlich nichts ab. Ich will gerade in Zug bleiben, und zwar haben wir eine Frage Ihnen bekommen. Das ist ja sicher ein ganz wichtiger Faktor, Kompetenz. Ich habe das auch kurz angesprochen. Die Frage lautet ganz einfach, wie schult ihr eure Mitarbeiter, dass die jetzt intern mit dieser ganzen Digitalisierung, vielleicht auch mit diesen neuen Themen, überhaupt klarkommen und weiterhin effizient sind? Ja, das ist natürlich ganz ein zentraler Punkt. Wissenstransfer können gewährleisten. Und ganz ehrlich sind wir dort natürlich auch noch am Anfang der Reise. Wir haben da nicht einen wahnsinnig grossen Erfahrungsschatz, wo wir darauf zurückschauen können. Es gibt eben im Rahmen von der Bring Your Own Device Strategie gibt die Schulungen, die Mitarbeitenden können suchen, wie sie den Umgang mit dem Gerät lernen, wie das aufsetzen, wie das verwenden, wie die Arbeitsmittel verwenden, die kollaborativen Tools wie Teams, SharePoint, wie man das einsetzen tut, dann tun wir auch, wenn wir neue Instrumente einsetzen, wie zum Beispiel die elektronische Signatur, dann gibt es da dazu Videoanleitungen und so weiter und so fort, wo wir dann auch die Selbstkompetenz probieren zu fördern. Da wird auf verschiedenen Plattformen der Wissenstransfer als solches gefördert, was dann je nachdem, wenn sich das ergibt und man auch wieder darf, dass man das durch Vorortanstaltungen kann ergänzen, wo sich dann Mitarbeiter anmelden können. Das wird sich jetzt nach zeigen, wie gut dass die Adoption stattfindet, wie da Fragen aufkommen. Im Moment sehen wir es einfach bei der Supportleistung, und die sind noch übersichtlich. Also das heisst, die Mittel, die man einsetzen für den Wissenstransfer, die kommen zu weit gut an. Der Nikolas hat es erwähnt in seinem Vortrag, er hat das genannt, kein Blech mehr unter dem Tisch. Ich habe das ein bisschen anders ausgedrückt, als ich das Cloud-Modell aufgezeigt habe, als Beispiel Dachmann Government Cloud, GovCloud. Frage jetzt an Alex, ihr habt euch ja auch entschieden, dass ihr eure IT auslagert. Dass er das jetzt in dem Sinn haben wir das dürfen machen für euch. Was ist die Motivation oder was ist der Grund, dass ihr gesagt habt, wir dürfen die komplette IT auslagern? 15, 20 Jahre haben wir die bei euch im Keller unten betrieben. Was ist der Treiber, was ist der Auslöser gewesen? Ja, wir reden hier eigentlich von einem klassischen Make-or-Buy-Ansatz, wie man das in der Fachsprache so braucht. Und das spielt natürlich mal über alles, die Finanzen eine ganz wichtige Rolle, aber nicht nur. Wir haben das auch unter dem Gesichtspunkt von der Sicherheit angeschaut, also Sicherheitsaspekt. Und das haben wir in der externen Lösung die besser erfüllt gesehen. Wir haben auch das Gefühl, dass unser eigener Aufwand für Betreuung von der Hardware
uns nicht mehr kümmern muss, uns keine Sorgen mehr macht. Es gibt uns auch Flexibilität, das ist ein weiteres Stichwort. Wenn man zum Beispiel mal muss den Speicher erweitern, erhöhen, ist das sehr schnell und unkompliziert möglich. Wie ich angesprochen habe, wir müssen uns nicht selber ständig darum kümmern. Auch den Lebenszyklus der Server, der Hardware, müssen wir nicht im Auge behalten und nach sagen, ca. 4 Jahren wieder einen neuen Server anschaffen, was auch immer. Ich glaube, das ist vor allem das. Und wir sind auch sehr zufrieden mit der Performance, also Stichwort Leistung. Das muss auch erfüllt sein. Unsere Verwaltung, die muss funktionieren, störungsfrei. Und das haben wir in der Externalisierung auch sehr gut erfüllt gesehen. Wir haben ja unter anderem auch eine Glasverbindung ins Rechenzentrum. Also das sind so ein bisschen die Haupttreiber gewesen, warum wir uns für das entschieden haben. Können wir uns ein bisschen Blumenstrüssel hin und her reichen oder gibt es auch ganz kritische Worte unter Umständen? Ist irgendwie etwas nicht so optimal gelaufen? Irgendetwas, oder wo Kritiker gesagt haben, ist das eine gute Idee gewesen? Ja, ich müsste jetzt da wahrscheinlich fast ein bisschen ins Archiv stöbern. Es hat sicher so ein bisschen Stolpersteine gegeben, wenn ich das so sagen darf. Aber es ist mir jetzt nicht ein prägendes Ereignis in Erinnerung, wo uns die Frage hintersinnen lassen. Überhaupt nicht. Was natürlich ist, natürlich gibt es mal Systemunterbrüche oder mal einen Fernzugriff, der nicht möglich ist oder irgendetwas. Aber ich glaube, das hat weniger jetzt mit unserer Lösung zu tun, sondern das ist generell in der Verwaltung oder in der Privatwirtschaft gibt es mal eine IT-Störung oder einen Unterbruch. Und ich glaube, über alles gesehen muss sich das in Grenzen halten und Performance da sein. Und da kann ich eigentlich nur ein Lob aussprechen, das funktioniert für uns zufriedenstellend. Danke. So weit einmal. Nikolas hat das noch ein bisschen kritischer oder relativ radikaler betrachtet. Das Blech unter dem Tisch. Also die Gemeinden vom Kanton Zug, Schaffhausen, Neuheim, Cham war es, wo ihr in euch ein Rechenzentrum aufgenommen habt. Also dort ist ganz klar Cloud oder sonst gar nichts. Wieso ist denn das die Vorgabe? Oder warum ist das jetzt aus deiner Sicht her so wichtig, dass man eine Gemeinde aus einer Cloud aus einem Betrieb für die ganze Digitalisierungsvorhaben? Vielleicht dort eben, um das einmal schon vorwegzunehmen, wir haben uns dort für die Investitions- und nicht für die Betriebskosten entschieden, aus verschiedenen Gründen, auch weil wir einfach eben genau das Know-how, was es braucht, um so eine Lösung zu betreiben, weil wir das gerne im Haus haben. Und in dem Rahmen ist es dann so, dass die Gemeinden dann zu uns gekommen sind, weil sie gesehen haben, Zug ist eins zu eins die gleichen Anwendungen, die gleichen Anforderungen, die gleichen Kunden, die machen das und haben in dem Sinn können in das gemachte Nestchen reinhocken. Vor dem Hinblick, dass eben die Komplexität wahnsinnig steigt, dass man sich wieder, Alex richtig gesagt, man muss sich dann eben nicht um die Lebenszyklen von der Hardware, um die Patches kümmern und so weiter und so fort. Wir haben dort einfach die Vorwärtsstrategie, sage ich mal, um das selber zu machen, haben wir uns entschlossen und können das aber auch quasi vor allem darum stemmen, weil wir das auch weiter vermarkten und weitere Gemeinden bedienen mit unseren Dienstleistungen. Wenn wir zurück auf Ebiker gehen, wir haben es im Zug gehört, ich habe die Frage auch gestellt, wer ist der Treiber für so eine Digitalisierungsstrategie jetzt in Ebiker? Ist da, ich tue die Frage eigentlich wiederholen, bist es du, ist es der Gemeinderat, ist es der Gemeindepräsident oder ist es auch in der Bevölkerung, die auch einen gewissen Druck hat, der sagt, hey, jetzt wird doch endlich mal noch digitaler und immer noch digitaler. Wie gehst du mit dem um? Oder wer ist der Treiber in einer Gemeinde? Aus meiner Sicht ist es ein Mix so ein bisschen aus allen Faktoren, Rolf, die du angesprochen hast. Übergeordnet sind es natürlich fast so ein bisschen die globalen Trends oder Entwicklungen, die auch vor der Gemeindeverwaltung nicht Halt machen. Also da müssen wir uns entwickeln. Das ist einmal sicher ein wichtiger Treiber. Dann natürlich aus der Bevölkerung, da ist eine Erwartungshaltung da. Man will eine moderne Verwaltung, wobei wir jetzt diskutieren können, was ist denn eine moderne Verwaltung. Aber natürlich gerade in der Bogen gespannt zu der Digitalisierung geht es darum, dass man Dienstleistungen
nicht mehr klassisch nur noch am Schalter abwickeln, sondern dass man die grundsätzlich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche auch bequem online kann abhandeln kann. Das ist sicher ein Punkt. Und dann ist die Bevölkerung und unser Kunde letztlich auch der Treiber. Und wenn man es jetzt aus interner Sicht anschaut, wir sind IT-technisch oder digitalisierungstechnisch nicht ganz so komfortabel aufgestellt wie die Stadt Zug. Dort ist es sicher so ein Mix vom Kommunikationsverantwortlichen, von mir, von unserem IT-Verantwortlichen, aber auch von einzelnen Mitarbeitenden, die Impuls geben, Input, das könnten wir doch noch oder das müssen wir mal anschauen. Und was ich an dieser Stelle auch vernetzen möchte, weil ich weiss, dass auch einige Gemeindevertreter aus dem Kanton Luzern heute zuhören. Es ist auch aus dem Verbund ein Treiber. Also wir sind in einem engen Austausch mit anderen Gemeinden. Ich finde auch, neben dem Kanton nimmt der VLG, der Verband Luzerner Gemeinden, eine sehr gute und auch fortschrittliche Rolle ein, wo wir eng miteinander zusammenarbeiten, uns austauschen und auch Entwicklungen, wie ich eingangs gesagt habe, auch im Verbund gemeinsam aufgreifen. Der Nikolas hat das Wort gebraucht. Menschenzentrierte Transformation. Das Wort muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die Aussage. Und jetzt stelle ich natürlich eine These in den Raum. Auch die Zug sind nicht alle hip und voll digital. Wir haben eine Demografie, wir haben eine gewisse Altersentwicklung. Kommen mit dieser Digitalisierungsstrategie alle klar? Auch die, also meine Mami wohnt in Hünenberg, ist jetzt 89 und sie ist jetzt bei mir nicht so digital unterwegs. Nicht ja, hoffentlich. und zwar ist es selbstverständlich so, dass bei der Digitalisierung, bei den digitalen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner, reden wir heute noch vom ergänzenden Angebot. Oder? Also das ist natürlich bei weitem nicht so, dass wir jedem können befehlen können, ein Smartphone zu haben und das Stadthaus hat neu noch am Mittwochnachmittag um 2 bis 3 offen. Da sind wir natürlich weit davon entfernt. Also es gibt und wird natürlich bis auf sehr viel weiteres das Angebot, wie man es kennt, hat auch noch gegeben. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen und sehen, dass man sehr viele Leute nicht oder schwieriger erreichen, oder? Wo man sagen, durch das digitale Angebot werden wir auch erreichbar oder wahrgenommen. Oder die Leute nehmen wieder teil partizipativen Prozessen und so weiter und so fort. Was können wir für eine digitale Infrastruktur, für einen digitalen Landsgemeinsplatz zum Beispiel machen, damit der Austausch eben stattfindet, auch bei den Gruppen, wo sich heute einfach gewöhnt sind, das Telefon schnell drücken und ihre Gedanken abhaken. Demografie wird es zeigen und es gibt sicher eine gewisse Entwicklung auch von den Jungen, die jetzt kommen, die in dem Sinn ja auch mit gar nichts anderem mehr aufgewachsen sind. Ich schaue da wieder auf meine Fragen. Da kommen laufend Fragen rein. Zum Beispiel, die Frage geht sicher an Nikolas von der Stadt Zug. Nutzen Sie die elektronischen Signaturen für alle Mitarbeitenden? Nutzen Sie E-Mail-Verschlüsselung für alle Mitarbeitenden? Und falls ja, welche Applikation wird da eingesetzt? Ich weiß nicht, ob ihr die könnt im ganzen Umfang beantworten, aber die Frage richtet sich an dich, Nicola. Also, fangen wir mal an mit dem ersten. Wir setzen die elektronische Signatur für alle Mitarbeitenden ein. Das ist vorerst einmal, also der Treiber von dieser ganzen Geschichte ist, dass wir auf ein digitales Archiv, ein Records-Management-System wechseln und handschriftlich eingescannte Unterschrift verhebt einfach rechtlich nicht. Das heisst, wenn wir Dokument müssen unterschreiben und das digital ablegen, dann ist die Folge davon, dass wir das auch elektronisch signieren. Dafür haben wir alle Mitarbeitenden, die auch unterschreiben, also bis und mit Führungsstufe 3, haben da so eine Unterschrift bekommen, sind angehalten worden, die sich einzurichten lassen. Alle anderen Mitarbeitenden können und dürfen und sind auch motiviert, um das zu machen.
Wir setzen dort, falls wir da konkret werden dürfen und in dem Sinne auch ein bisschen Werbung machen, die Lösung von Scribble ein, wo das Zertifikat von Swisscom brauchen tut. Und die Lösung haben wir auch in unsere E-Zug-App integriert. Das heisst, man kann auch unabhängig von einer fixen Infrastruktur am Smartphone sehr schnell und einfach signieren. Um den Bogen dann zum zweiten Teil von der Frage spannen, wir signieren in dem Sinn Inhalt, oder? Also es ist ein Dokument, wo man die Authentizität kann, nachweisen kann. Im Moment ist es nicht so, dass wir den E-Mail-Verkehr signieren tun, was dann heisst, ja, das E-Mail kommt vom Absender statt Zug. Dort ist vielleicht die Überlegung, ist ein E-Mail grundsätzlich ein zukunftsträchtiges Kommunikationsmittel. Wir haben jetzt gerade in der Interaktion mit der Bevölkerung haben wir uns für den mobilen Weg entschieden, indem wir sagen, die Dokumente von der Stadt sollen künftig den Leuten in die E-Zug-App zugestellt werden, dass eben kein Anhang mehr umgeschickt werden, wo ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen. Sehr gut, da haben wir, denke ich, im Groben die Frage beantwortet, die reingekommen ist über einen Zuschauer, über einen Teilnehmer von dem Event. Es ist noch eine weitere Frage gekommen. Im Vortrag von dir, Nicolas, ist gezeigt worden, das Smart City Wheel. Und da ist auch die Frage gekommen, wir dürfen dann nachher das Ganze da zur Verfügung stellen als Stream. Also ihr könnt die Veranstaltung jederzeit wieder schauen. Da ist die Frage aufgepoppt, ist das Citywheel, das Smart Citywheel von Zug öffentlich zugänglich? Oder kann man das zur Verfügung stellen? Grundsätzlich, ich habe das vorher kurz erwähnt, sind wir als Stadt Zug im Smart City Hub Schweiz. Und das Rad, das muss nicht jeder quasi neu erfinden oder bei sich auf die Seite stellen. Also wir orientieren uns am Smart City Wheel, wo beim Smart City Hub als solches abladbar und zur Verfügung steht. Konkret unsere Smart City Strategie und die Umsetzung und die einzelnen Projekte kann ich auf die Stadtseite verweisen, www.stadtzug.ch/smartcity, wo dann die Strategie und eine Präsentation mit den verschiedenen Projekten kann gefunden werden. Gut, tun wir alles nachher sowieso als Anhänger oder als Verlinkung schicken. Jetzt kurz vor der 12. noch einen grossen Blumenstrauß auftun. Auch eine Frage, die tatsächlich immer wieder gestellt wird. Auch die, ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen ist, um die abschließend zu beantworten. Office 365, das ist der Trend. Man redet von Exchange Online oder man redet zumindest von den Applikationen auf Office 365 zu nutzen. Jetzt bei den Verwaltungen spielt der Datenschützer irgendwo drin rein. Das heisst, es ist eine gewisse Skepsis um. Ich stelle das mal, je nachdem, wer Erfahrung hat in diesem Bereich, da in mein Podium. Microsoft 365, Office 365 und Gemeindeverwaltung. Beißt sich das? Oder ist es nur noch eine Frage von der Zeit, bis das auch dort Standard kann sein? Ja, aus meiner Sicht setzt sich das nicht beißen, aber, wie du richtig gesagt hast, es sind sicher noch Fragen offen. Auch rechtlicher Art, das ist klar. Wir arbeiten jetzt eben noch nicht mit Office 365. Das Ziel ist aber, dass wir das weiter evaluieren und vielleicht, wenn die letzten Fragen oder Unklarheiten auch noch bereinigt sind, dass wir das implementieren. Wir haben jetzt im Bereich vom Exchange Server haben wir eine Veränderung jetzt, bevor. Aber im Moment sind sicher noch viele Fragen auch offen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis, das ich im Zusammenhang mit der Externalisierung von der IT-Lösung auch angesprochen habe, das muss letztlich natürlich auch aufgehen. Aber bestimmt hat Office 365 einen Haufen Vorteil, wenn man jetzt nur schon die ganze Videotelefonie zum Beispiel anschaut, wo in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, nur schon diesen Aspekt einen Haufen Vorteil bietet. Nicolas, wie würdest du die Frage beantworten?
beißt sich das, die zwei Wörter, Office 365 und Verwaltung? Grundsätzlich gibt es vielleicht Reibungsfläche, oder? Auf der einen Seite muss man einfach mal etwas machen, weil sonst kommt man nicht früher. Ich meine, das ist auch ein zweiseitiger Markt seitens Microsoft jetzt in dem Fall, wo die entsprechenden Rechenzentren und Kapazität in der Schweiz aufbaut, damit eben genau die Voraussetzung erfüllt ist, dass die Rechenzentren in der Schweiz sind und garantiert in der Schweiz sind und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt in dem Sinn den schrittweise Übergang in die M365-Welt gemacht, indem wir mit nicht kritischen Anwendungen, mit SharePoint, mit Teams, die ganzen kollaborativen Tools in die Microsoft Cloud gegangen sind. Bereiche, die ganz klar noch nicht so weit sind, wo wir nicht können und gehen, ist das ganze E-Mail, der Exchange-Server, den haben wir nach wie vor on-prem. Und dort tun wir kontinuierlich die Situation analysieren, wie es geht, wie es aussieht. Und führt dann auch das quasi als Standard, also das ist ja ein Commodity, ein Standardprodukt, wo man sagt, das ist dann tatsächlich eine Vereinfachung, wenn man das kann von Microsoft beziehen. Ich will zum Schluss noch so ein bisschen Raum hineinrühren, das Vorurteil, ich habe das in meiner persönlichen Frage, die Niklas schon gestellt, zu kann sich das leisten. Ich möchte aber mal da noch einmal das Plenum die Frage stellen, ist Digitalisierung oder das Digitalisierungsvorhaben in einer Verwaltung zwingend eine Geldsache? Oder was sind andere mögliche Bremsen auf dem Weg in eine voll digitalisierte, smarte Gemeindeverwaltung? Stell dir in beiden. Ist es eine Geldsache? Geld ist ja eine Komponente von der Ressourcenthematik gemeint, oder? Ich glaube, es ist nicht, bei weitem nicht nur eine Geldfrage, sondern vielleicht ein Stück weit eine Ressourcenthematik. Neben dem finanziellen Aspekt auch vom Know-how, vom Manpower, wie viele Leute kann ich auf einer Gemeindeverwaltung überhaupt mit dem Thema auch ausstatten, die das vorantreibt. Ich glaube, das ist sicher so ein bisschen ein Punkt. Der andere, wir haben es vorher gehört, im Kontext von der digitalen Unterschrift, da haben wir rechtliche Vorgaben, ein rechtliches Korsett, sage ich jetzt auch mal, wo uns gewisse Vorgaben gibt, was ist möglich und was nicht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man noch muss in Betracht ziehen. Aber sonst eigentlich finde ich, ja, müssen Gemeindeverwaltungen sich öffnen, offen sein für das Thema und Digitalisierung weiter vorantreiben, und das haben wir uns selber sicher auch auf die Fahne geschrieben. Niklas, kannst du letztes Mal zu meinen Vorwürfen Stellung nehmen? Tut mir leid, wenn ich dich da in die Ecke treibe, ist natürlich völlig unfair. Ja, kein Problem. Ich meine, Ressourcen sind immer knapp, oder? Sei das personell, finanziell. Und dann geht es um eine Priorisierung von den Themen, oder? Und Es scheint uns sonnenklar, dass man um die Digitalisierung nicht herumkommt. In meiner Folie ist die Schere von der Technologie und dem Staatswesen als Gesamt dargestellt gewesen, wo das sehr langsam adaptiert. Und die Schere kann und soll und darf einfach nicht weiter aufgehen. Wir sind Dienstleisterin für Einwohner und Einwohner. Wir sind Teil von der Gesellschaft und dort ist dann schlussendlich ja, die Gewissheit, die ich habe, dass die Verwaltung muss digital werden. Das führt dazu, dass wir dann die Priorität so setzen und den Weg gehen, weil wir werden sowieso müssen gehen. Was ich feststellen darf, Digitalisierung ist nicht eine zwingende Frage von der Grösse. Ich habe da ein bisschen recherchiert und Partnergemeinde von Ebiken ist Emt. Ich kann das sicher nicht richtig aussprechen. Das ist im Mattertal nach Stalden, bevor sie auf Zermatt kommen, ist es wirklich, man darf sagen, im Krachen oben. Es ist ein Bergdörfli, 331 Einwohner. Und ich habe mich da in der Vorbereitung ein bisschen
eingelesen und bin dann auf eine App gestossen. Das App habe ich dann runtergeladen, das Empt-App. Und dort wird jetzt gerade sehen, dass da vor mir Trinkwasserversorgung wird heute am 23.04. unterbrochen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass eine Delegiertenversammlung vom Samariterverein ist gerade verschoben worden. Und auf der anderen Seite kann man jetzt auch neu die Blumensträuße bestellen im Dorf. Ein kleines, relativ übersichtliches App. Und das heisst, vielleicht kann ich da mal eine Kopie davon dann übernehmen. Oder dass man kann sagen, die Erfahrungsaustausch mache. Ich will einfach festhalten, es ist keine Frage von der Grösse oder schlussendlich, ich nehme das alles zurück, was ich gesagt habe, von den Finanzen. Also, ich will jetzt das nicht überstrapazieren. Und in dem Sinn eigentlich Ihnen danken, dass Sie da teilgenommen haben, dass Sie die eine Viertelstunde mit uns verbracht haben. Auch meine beiden Referenten, im Alex und im Nicolas Lemaitre, möchte ich gerne Danke sagen. Wir machen dann, wenn es möglich ist, wenn wir keine Glasscheiben mehr brauchen, machen wir dann sowieso mal eine Zusammenkunft und dann tun wir da ein digitales, virtuelles, nein, wir machen das physisches Mittagessen und tun uns da mal noch ein bisschen austauschen. Auch so, wenn weitere Fragen zu diesen Themen sollten bestehen, dann tun Sie das uns mitteilen. Ich möchte auch der Gemeindeverwaltung jetzt die Empfehlung abgeben, jetzt sind wir in den Budgetphasen für Budget 2022 und wenn Sie da Informationen noch entsprechende Grobkonzepte brauchen, was das jetzt würde bedeuten, wo wir Sie könnten unterstützen, dann kommen Sie von uns zu. Jetzt ist der richtige Moment. Jetzt kann man da das Ruder noch ein bisschen korrigieren in eine digitalisierte, in eine smarte Gemeindeverwaltung. In diesem Sinne, herzlichen Dank noch einmal allen Teilnehmern und allen Anwesenden. Ob jetzt im Zug oder da bei uns im Kriensbetrachtermann ICT Services. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Alle miteinander.